Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf meinem Kanal, Red German Player. Wir spielen heute League of Legends. Mit dabei ist wie immer der Renekton. Und ja, wir sind hier jetzt in Ladebildschirm und sehen schon, dass ich gegen einen Master Yi spiele. Ekelhafter Champ. Aber ich kann seinen Blue Buff spielen. Stehlen. Stehlen, natürlich. Ich glaube, Tahm Kench ist ekliger als Master Yi. Obwohl, die haben ihn mal genervt, oder? Von der Ich glaube schon, aber er spielt ja eh Top-Lane. Ich meine, er ist als Support besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so die Zeit da, wo die Killies die ganze Zeit League of Legends spielen. In der Zeit jetzt so. Kann schon sein. So Weihnachten, so. Alle wissen nicht, was sie tun sollen wegen Corona. Nee, weil die der Chat, der wird auch niveauloser, als er schon ist bei League of Legends. Sehr gut, wenn wir mit Nico spielen sowieso. So. Wie können wir jetzt Master hier ausstechen? Am besten wäre ja, wenn ich dann direkt rübergehe und sein Blue Buff steal, wie immer. Wenn wir einfach mit dem Blue von ihm anfangen und dann gehst du zum Red? Nein. Dann Red starten, der Typ. Nein, ich gehe doch immer rüber dann zum Blue und hol den doch dann. Na, musst halt aufpassen, wenn er kommt, er kann dich halt fighten. Obwohl, Early weiß ich nicht, ob er dich fighten kann. Doch, kann er, aber es wird nicht so schnell sein, dass er mich fighten kann. Also, weil, ja, wenn du mir jetzt extrem schnell hilfst bei dem Buff, vielleicht ein, zwei Hits mehr einsteckst oder irgendwie mir zwei Hits mehr auf den Buff gibst, dann bin ich schneller drüben, als er drüben ist, bei seinem Buff. Das sollte eigentlich so passen. Das hat jetzt extrem low. Nee, das geht. Ich bekomme meinen Heal jetzt, während ich die Heal-Pots zünde. Ja, ich komme early ganken, glaube ich, dich. Ey, Tahm Kench ist so ein ekliger Scheiß. Ich komme hoch. Ah, ich hab meinen Stun gelevelt. Dein Stun? Stun? Er hat geflasht, ja, das ist gut. Flash ist aus, alles gut. Ja, das hat sich gelohnt. Und ich glaube auch, dass ihre Wall, die hätte ich dodgen können. Deswegen hatte sie eine Fähigkeit weniger, die irgendwie dumm wäre gegen mich. Tahm Kench kann auch nur eine Fähigkeit auf dich machen, die useful ist, die anderen sind useless für dich. So, ich bin jetzt Level 3. Kriegst du Botlane? Ja, einen jedenfalls. Ja, besser als gar keiner. Okay, einen haben wir bekommen. Das ist schon mal gut. Echt nur so viele Punkte? Also ich glaube jedenfalls, weil er hat seine Scuttle nicht umgenommen. Die hätte er for free haben können. Hat er schon einen Kill? Nee. Er hat 14 Farm erst. Ja. Ist ganz schön wenig. Hat die ganze Zeit gemacht. Keine Ahnung, vielleicht war AFK. Weiß ich doch nicht, was ja, er gemacht hat. Nicht die obere Skatte ist der Mark. Soll ich die mal ja, habe ich schon. Das schon. Ich gehe jetzt erstmal back. Kench hat Ult, also der kann jetzt diese Scheiße machen. Ah, verdammt, die Ei ist richtig blöd platziert. Oh Mann. Immerhin hat sie ihre Passive raus. Kench ist ganz schön tanky, auch ohne Items. So, jetzt bauen wir Kraken Slayer oder Shield Bow. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich gegen Yi bauen werde. Bisschen zu pingen. Junge, was für ein. Oh Mann, schade. Schade. Das ist so unverantwortlich. Zack. Das ist nicht so gut. Das ist echt risky, was er macht. So, ich gehe jetzt erstmal weg ganz kurz. Dann komme ich gleich mal Topzeit, also Bereich Topzeit, weil da habe ich noch meinen Jungle offen. Das. Kriegst du ihn? Ah, oh, schade, ich bin nicht bekommen. Master hier kommt. Ja, Master hier ist bei mir. Du könntest mit mir ihn machen. Wenn du zu mir schnell kommst. Ich hole erstmal den Trinkcode. Nein. Das ist eine ganz dumme Idee gewesen.
1 HP. Warum bist du nicht einfach zu mir gekommen, Mann? Weil wenn der Tahm Kench tanky wird, dann kann ich nichts mehr gegen den machen. Der killt mich einfach dauerhaft und dann bin ich useless. Das war nicht der Tahm Kench. Das war der Massiv, wir hätten ihn beiden töten können. Ja, aber der Tahm Kench, der war unterm Tower One-Hit, deshalb habe ich den getowert, Alter. Und der Tahm Kench ist tot. Jetzt nicht mehr, also der könnte jetzt wiederkommen demnächst, aber... Okay, ich nehme den mal und dann können wir Master Yi holen. Also wenn du da ran... Ich weiß nicht, wenn der Tahm Kench ist, dann habe ich darauf keinen Bock eigentlich, um ehrlich zu sein. Naja, er kommt weg, aber ist nicht so schlimm. Wir nehmen einfach seinen Jungle, dann haben wir was. Du nimmst die Dings, die Grump. Oh Mann, Alter! Das passiert mir öfters. Wir können immer noch holen, der ist unterm Tower, den können wir. Wenn wir... Ich hab Ult auch. Ich hab Ult, ich würde sofort ulten, weil sonst machen wir dem zu wenig Damage. Man macht das. Ulter. Alter, machen wir dem wenig Damage. Hat der aufgefressen? Aber ich überlebe das safe. Ja. So, mach den Minion da weg. Gut. Okay. Ja, wir sollten noch einen Charge eigentlich kriegen aus dem Rift Herald. Wir bekommen als erster Tower, das ist gut. Ja. Ja, Gold. Kann das noch den Charge durchbringen und danach weg. Alle Surf kommt schon, okay. Die Massi hat ihn gleich. Also rüberspringen, smiten. Ah, schade. Kann aber helfen. Oh, schön. Schmeckt. Easy Scuttle gemacht. Ich hole mir jetzt ganz kurz meinen Red Buff und dann komme ich. Also zu unten allein. Zeig nicht, dass du dir kommst. Ein Bot ist gerade reingepusht. Ich nehme mal kurz den Gram vom Gegner. Obwohl, hier ist der Mark drauf. Willst du vielleicht den Mark haben oder soll ich den Gram einfach killen? Ich hab meinen Mark schon. Oh, der Seraph, dem müssen wir helfen. Okay, nevermind. Ah, der ist tot, der ist. Oh, Wraith ist nicht tot. Vorsicht, ich bin nicht bei dir. Egal, ich kann die alleine killen. Wenn wir den killen, den Rift Herald machen, dann können wir Rift Herald Bot placen oder so. Der Bot hat gerade Probleme. Ich komme, er hat. Vision, er hat Vision, er kommt, geht auf jeden Fall zurück. Alter, macht der viel Damage. Egal, ist tot. Ja, ich hab einen extra zweiten nochmal raufgetan, der 20% Damage reduziert. Okay, gönn du dir den? Ich würde Bot damit gehen mit dem Rift. Ja. Bot. Du kannst Bot TP dann, wenn eine gute Möglichkeit besteht. Und dann kannst du das easy durchhauen dort unten. Okay. Okay, Idiom. Schütz. Wir können jetzt eigentlich Botlane pushen. Ja, das Bot komplett rausnehmen. Mitte können wir eh nicht killen, den Tankpinch. Der ist zu nah am Tower. Schau mal kurz meinen Mark. Super. Wenn er den nächsten Tower weiter pusht, dann tippe ich hoch. Setz den Rift, setz den Rift und geh hoch. Ne, wenn der Tier 1 fällt, ist egal. Wurde aufgefressen, aber ich hab Bull dann, also macht mir gar keinen Damage. Ja, das ist gut. Ach, der Turm. Das ist das Wichtigste. Ich kann nicht weiter, massiv hofft weiter, okay, ich muss hoch tippen. Da, tippe hoch, tippe hoch, tippe du hoch. Ich. Das war aber eigentlich guter Push von Norden. Ich dachte gerade, sie stirbt einfach, weil sie rausgegangen ist. Ja, aber der Master hat mir erstaunlich viel Damage gemacht dafür, dass er so schlecht hier ist. Bei mir ist der Tahm Kench, also. Ja, ich komme über Botlane, also. Ja. Über Toplane komme ich. Der wieder kommt, dann können wir den fighten. Ah, der ist Toplane.
Ich komme von hinten. Aber ich weiß nicht, ob ich rankomme, um ihn zu stunnen. Nee, ich komme nicht ran. Ist zu weit weg. Egal. Der Tower ist one-hit. Der Tower ist one-hit. Rein. Stun ihn. Ab. Ich hab in alles rauf. Was geht? Jetzt raus da. Ich musste ulten, sonst hätte ich es safe nicht überlebt. Ach ja. Ich überlebst aber auch nicht. Ah, diese scheiß Wand, ich hatte meine eh nicht ab. Sorry. Bei mir kam jetzt zwar nichts, aber ich hau trotzdem ab, weil ich weiß nicht, wer noch das. Soll ich dich jetzt bauen? Heal Reduction gegen Master Yi oder Armor Penetration für den Tom Kench? Ja. Okay. Den Drake habe ich, wir könnten jetzt auf Amiwa gehen. Uff, außer! Oh fuck, ich wollte mich hier mit der Kuh. Wäre ich wieder halb voll gewesen. Egal, ein Spell kann ja passieren während des Games. Ich muss erstmal ein bisschen auf den Tempench aufpassen. Oh, dann machst du wieder. Ja. Ja, easy. Ja, für mich lohnt es sich noch nicht wegzugehen. Ich will erstmal mit pushen. Ich brauch 300 Gold und würde ich weggehen. Ich nicht Zeit. Also, ich hab das raus. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich das Bild bauen werde in Zukunft. Ich baue. Dann kann ich können wir machen. Oder? Ja, der ist geslaut. Du kannst ihn nicht stunnen. Wenn du es schaffst, zu stunnen, ist er putz. Und der ist. Oh. Sehr gut. Machen weg, Bot, ich bin geworden. Ist da an dem Master hin? Oh, aber meint, ich bin. Weg. Oh mein Gott. Lass mal zuerst Anivia Focus und dann Master Yi und dann Tom Kench. Die macht die Border wahrscheinlich. Ah fuck, ich hab nicht bekommen. Ist da an ihn? Ja, ich muss weg von ihr. Muss weg von Tom Kench. Also mal ein bisschen Kills und hier. Das ist so funny. Wie sie versuchen. Okay, wir können finishen. Oh, massiv. Ja, der kann nichts machen. Also die Anivia macht. Ja, der Anivia macht ganz schön viel Schaden, ja, das stimmt. Ist der gestunt, ist tot. Lass einfach finishen, den Tom Kench, der ist zu tanky. Ja, fertig. Easy! Das war ein richtig gutes Game. Damit wir sagen, Easy euch Game. Noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ciao und bis zum nächsten Video hier auf Red Jump Player. Easy! Easy!